I think it's something I feel.
Hey Leute, ich erkunde gerade einen Bonner Stadtwald im Stadtteil Brüserberg. Ah, da sehe ich auch gerade noch ein Schild. Betreten der landwirtschaftlichen Flächen verboten. Der Besitzer. Genau, gut, dass mich das Schild daran erinnert, dass ich da gerade vor einen Stacheldrahtzaun gelaufen bin. Das ist insgesamt hier eine sehr kuriose Gegend, also ein Wald zwischen militärischer Sperrzone, einer Autobahn und Wohngebieten. Ja, ich bin auch nur total zufällig heute hier. Mehr oder weniger ist das so die dritte Option, nachdem zwei andere Ideen nicht so richtig geklappt haben heute Morgen. Alles spontan, Sonntag früh gestartet. Jetzt haben wir es wahrscheinlich schon mittags, habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Ja, ist auch frühlinghaft warm. Mitte Dezember. Aber hey, angenehm zum Laufen, ne? Und zum Wald erkunden. Ja, also die meisten, auch die interessantesten Stellen von meiner Erkundung habt ihr ja schon gesehen. Also ich habe ziemlich lange erstmal überhaupt nicht moderiert, weil hier auch wieder so viele Leute unterwegs sind. Jogger, Radfahrer, Spaziergänger mit ihren Hunden. Also von bis. Da war wie so oft auch nichts so richtig mit Filmen. Also ich meine, ich habe ein paar Szenen zusammengekriegt, ne? Aber also hier ist schon wirklich viel los. Es scheint ein relativ kleiner Wald zu sein, wie gesagt, irgendwie so in die Landschaft gezimmert. Zwischen die eben schon erwähnten anderen Bestandteile dieser Gegend hier. Ja. Genau, so geht das jetzt hier weiter. Also eigentlich wieder ein Stück zurück. Und ich werde da mal schauen, wie ich meinen Weg heute weitergehe. Also das Spannende dieser Erkundung wird jetzt eigentlich noch mehr oder weniger der Rückweg. Upsa, oh, ganz schön matschig hier auch. Da rutscht man auch mal weg. Ja, wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zugucken. Und bin selber gespannt, seid auch gespannt, was jetzt gleich noch kommen mag. Das finde ich mal eine richtig coole Idee. Hier unter so einer Autobahnbrücke auch noch ein bisschen was hinzubauen, wo dann auch Jugendliche im Wesentlichen, aber jeder, der eben Spaß am Skaten hat, dann hier wirklich Rambazamba machen kann, ohne jemanden zu stören. Ja, sehe ich tatsächlich zum ersten Mal. Deswegen flasht es mich gerade ein bisschen. Ich könnte jetzt sagen, nichts Besonderes. Ja. Schon eine ziemlich runtergerockte Halfpipe, aber ich denke mal, die macht noch ihren Job. Ja. Also, alle Daumen hoch dafür. Coole Idee.
kann man viel mehr irgendwie noch draus machen, ne? So unter so, ja, sonst ungenutzten Räumen wie so Autobahnbrücken. Seid ihr auch schon so in Weihnachtsstimmung wie ich? Wieder so eine coole Graffiti-Wand. Mag ich ja. Schönen Weg gerade gefunden mit einem ordentlichen Steigungsprofil. Ich glaube, ihr merkt das. Krass, weiter geht's. Puh, so, jetzt bin ich auf irgendeiner Anhöhe angekommen. Ich musste die Clips immer so kurz machen. Da hinten kommt schon wieder jemand. Alle 3 bis 5 Meter kommt jemand angelaufen. Genau. Wie ihr gesehen habt. Ja, also auf jeden Fall spannender Weg. Hier oben war ich auch noch nie. Und auch wieder raus aus der Ortschaft. Puh. Und ich muss erstmal zu Atem kommen wieder. Keine Ahnung, was das ist. Aber offenbar Privatgelände. Zaun ist zwar jetzt offen, aber da will ich jetzt nicht aufs Grundstück laufen. Ganz normale Autos unterm Carport geparkt. Ja, da haben wir auch noch einen schönen Blick. Wow.
Ja, kennt ihr wahrscheinlich nicht so viel. Okay, weiter durchschlagen hier. Ja, das schöne Gebäude da im Hintergrund konnte ich gerade nicht so im Detail filmen. Die saßen da auf den Treppen, die Leute, mit ihren Kindern. Ja, danke dafür. Boah, ey, Leute, hier ist was los. Genau, was wollte ich gerade erzählen? Jetzt geht es hier super steil wieder bergab, also wie gewonnen, so zerronnen. Aber genau vor mir, also nicht genau vor mir, sondern in die Richtung, in die ich schaue, liegt der Post Tower, der ja bekanntlich im Bonner Süden liegt. Das ist ein gutes Orientierungsmerkmal. Also ich kann euch jetzt schon sagen, der Brüser Berg, der ist sehr, sehr nördlich. Und wie ihr wisst, wohne ich im südlichen Teil von Bonn. Und das mache ich heute sowieso nicht alles zu Fuß. Aber finde die Tour bis hierhin auch schon ziemlich herausfordernd. Und bin schon ziemlich lange und aktiv unterwegs. Auf der Bank habe ich mal gerade ein paar Minuten Rast gemacht, was getrunken, was gegessen. Und es ist gleich 14:30 Uhr, 14.30 Uhr. Sonne steht schon wieder ordentlich tief, aber es war den ganzen Tag sonnig. Also heute Morgen noch ein bisschen bewölkt, aber schon ein sehr schöner Tag. Ich gucke mal, wie weit ich noch komme. Ich laufe jetzt gerade auf Höhe Poppelsdorf Richtung Waldau und dann werde ich irgendwo spätestens bei Friesdorf wahrscheinlich in den Bus steigen.
Das war Offroad. Aber habe den Weg ja wiedergefunden. So. Jetzt nur noch diese Stufe hier überwinden. Das mache ich ohne Kamera in der Hand. Wahrscheinlich erkennt ihr das nicht. Ich kann hier genau auf den Posttower gucken. Das heißt, ich bin jetzt schon auf der richtigen Höhe. Muss jetzt hier noch aus dem Wald raus, runter in den städtischen Teil wieder. Und da geht es dann aber wirklich final zum Bus. Mit den letzten Schritten aus dem Wald und einem Übergang über diese Treppe. Genau, runter in die Stadt, wo auch schon wieder Leute kommen. Es ist echt nervig heute. Naja, verabschiede ich mich von euch, bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal bei Outdoor mit Gimbal. Macht's gut. Ciao.